Freunde von Wild and Free. Ein neuer Morgen, eine neue Location. Sind über Nacht wieder über die Berge von Velasimus bis rüber gefahren an die nördliche Seite von Sardinien. Haben hier eine coole Location für den Morgen gefunden, direkt am Meer. Haben schön gefrühstückt. Und Juni ist jetzt hier gerade mit den Kindern, mal gucken, schon auf Exkursion. Mal ein paar gucken, was hier so abgeht am Meer. Ja, da hinten sitzen schon ein paar Fischreier, die warten auch auf ihr Frühstück. Und Julie und Juni schauen erstmal, was sie da unten am Meer so finden. Das sind doch Segel! Juli, was findest du da? Seeigelschalen. Da hat über Nacht jemand die Seeigel aufgefressen. Die Juli hat die. Zeig mal. Ups, Koko kommt. Oh ja. Großer Seeigel macht dich gut. Ja, musst du wieder hinwerfen da. Ja? Und cooler Platz zum Morgenview, oder? Absolut, zum Frühstücken. Macht man auf, Meeresrauschen. Genau. Die Sonne geht auf. Ja. Und es wird auch nicht mehr so weit, dann halt das Golfo Aranchi. Da sind wir dann ja noch vielleicht jetzt die nächsten 2-3 Tage, bevor es dann mit der Fähre aufs Festland geht. Alleine. Schon cooler hier so am Meer. Ja. Aber wir fahren ja Dienstag auch nochmal ins Meer, auch wenn es die Nordsee ist. Falsch genommen. Achso. Ja, ja. Kleinen Fischlein. Und der Jamie, alles fit? Am frühen Morgen? Ja, ja. Und hast du was geträumt? Von Drachen und von Schlacks? Weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr? Ja. Okay. Naja, dann berichten wir später wieder mehr, wenn wir hier noch weitere coole Locations gefunden haben. In dem Sinne erstmal, ciao, ciao. Juli, mach ciao, ciao. Was macht die Juli? Was macht die Juli? Ah, süße. Hat nämlich gerade geregnet und jetzt sind hier tolle Matschepampe-Fitzen. Ne? Hat geschlafen. Normalerweise wäre jetzt eigentlich kein Halten mehr. Da würde Juli drin sein. Und Jamie eigentlich auch? Matschepampe? Nein. Nein? Was ist mit dir los? Bist du krank? Brenn. Ha. Das ist unser Cola-Bus. Und Juli ist noch ein bisschen verschlafen, oder? Did you sleep a little bit? Ja. You're still a bit tired? Ja. What do you want to do? What? Schüchen aus. Schüchen aus? Schüchen aus. Mama. Hund, dass der Schafe ganz in Ruhe da so lang gehen kann. Ja. Lass das Schaf auf der Straße. Komm mal. Matthias? Oh, wollte da reinbeißen. Und jetzt? Crazy, oder? Hier, jetzt hat er. Ganz viele Schafe auf der Straße. So kann's ja laufen. Jetzt hat Tisa einen Hund hinterher. Das ist wie Sydney, oder? Ja, und der hat jetzt einen Hund hinterher. Ja. Hey, hey Leute. Heute ist kein guter Tag. Nee. Denn heute ist der letzte Tag von unserer Sardinien. Oh. Oh. Sind jetzt hier schon in Golfo Aranchi auf einem coolen Playground. Und ja,
Heute Abend geht es leider wieder zurück auf die Fähre Richtung Deutschland. Genau. Das war Italy. Ja. Und dann über die Berge zurück nach Deutschland. Mit unserem lieben roten Gefährt, das da hinten steht. Uns treue Dienste geleistet die ganze Zeit. Durch alle Unwegsamkeiten der Insel gefahren. War eine ganz coole Tour. Viele coole Beaches entdeckt. Coole Zeit gehabt. Hello. Motte ist auch dabei. Und Jamie springt da hinten rum. Würde uns echt erstmal fehlen, aber mal gucken. Ja, dass es irgendwann bald wieder weitergeht. Ja, den Winter ein bisschen skippen. Ja. Coole Dinge wieder machen. Erstmal ein paar organisatorische Dinge. Dein ist so. Ein paar organisatorische Dinge in Deutschland klären, machen, tun. Um dann halt bald wieder auf Tour zu sein. Genau. Nachher gibt es dann sicherlich noch mal was von der Fähre. Von der Fähre, ja, ist immer lustig. Ein Tag so. Ist zwar dann abends, mal schauen, ob wir dann nicht irgendwann einfach ins Bett fahren und schlafen. Oh, ich ja selten. Aber kriegen wir schon hin. Was haben wir? In dem Sinne. Genau. Nachher bis mehr. Später. Ciao. Ciao. Ja, wir hatten gestern Nacht noch mal einen ganz coolen View über Golfo Ranchi. Ja. War echt, sah echt cool aus, oder? Das große Segelschiff. Vollmond, ja. Und hat sich schön im Wasser so gespiegelt. Haben auch coole Bilder gemacht. Da war ein ganz cooles Segelschiff, was so voll beleuchtet, so im Dunkeln stand. Hier so in der Bucht. Das sah schon sehr romantisch aus. Das sah echt cool aus, ja. Die ganzen Lichter von der Stadt, vom Hafen. Ja. So schöner Abschluss im Blick. So. Ja, schöner Abschluss. Und so ein Hafen hat ja dann immer irgendwas von Reisen, von Ferne. Ja. Das war heute. Schade, dieser Blick, weil es geht dann erstmal wieder zurück nach Deutschland. Wir sind erstmal richtig klar, ja. Aber dass es echt zu Ende geht jetzt. Nach der Reise ist vor der Reise, von daher ganz genau. Haben wir natürlich immer schon den Blick, die nächste zu finden und zu suchen. Und dann geht's auch wieder weiter. Genau. Night and free. Yes. Okay, ciao. Ja, Leute, jetzt sind wir hier gleich bei den Fähren. Ja, der Tag ist um, ist schon soweit. Genau. Jetzt haben wir hier noch ein paar lustige Katzen gerade gesehen, wie ihr sehen könnt. Jede Menge. Ganz viele. Julie wollte mal Hallo sagen. Hallo, gucken. Was können wir die Katzen da machen? Okay. Many Cats. Kleine, große, hässliche, hübsche. Alles dabei. Vorne guckt es schon. Bisschen grimmig. Da ist auch ein schwarzer, dicker Kater. Man aufpassen, dass sie nicht angreift. Ja, laufen alle hier wie die Tiger rum. Hm? Langsam, langsam. Ei, ei. Ei, ei. Aber lieb sein, Julie. Lieb sein, Julie. Lieb sein, Julie. Nicht so zappeln, Julie, dann zuckt es auch. Guck mal denn. Tweety, Mickey Mouse, Sylvester. Sylvester, Tweety, komm. Mama, ja, kannst du? Rechts. Ja, das rechts. Mama. Hey. Jetzt geht's los, auf zur Fähre. So. Jetzt sind wir an Bord. Jetzt geht's los. Ja, cool. 7, 2, 3. Schluck. Genau. 7, 2, 3. Was? Geh dich auf. Kabine. Unsere Kabine. Ja. Ein Eierbettchen für Julie. Ja. Ah. Hey, los geht's. Go inside, Julie. Light on. Ah, du musst es da rein, oder? Rosa war Pippi. Oh, der Zimmer. Und Timmy, wie sieht's aus? Ist dein Bett cool? Ja. Kannst du da gut drin schlafen? Ja. Oh, so ein schönes Hochbett. Zip, ganz charmant da oben. Der Jimmy kennt das ja aus seinem Hochbett. Julie, hat Julie auch ein schönes Bettchen? Julie? Julies Bettchen. Wo ist Julies Bett? Komm, wer ist nicht da? Und Mamas Bettchen? Da oben? Wo ist Mamas Bettchen? Da? Oder da oben? Oben. Mama oben schlafen? Ja, süße kleine Kabine. Ja. Wo schläfst du? Ich schlaf denn auch irgendwo da oder da. Wo schläfst du überhaupt? In der Halsäuge, ich hab die Kamera im Gesicht. Ja. Ja, du musst es
musst doch wissen, wo du schläfst. Kann ich mal sagen, was wieder passiert ist? Nee! Doch! Ey, Leute, das läuft schief. Wir kriegen es nie hin. Mehr Licht will ich haben. Wir kriegen es nie hin, was zu buchen, was auch wirklich läuft. Es ist immer irgendwie... Wir brauchen den sogenannten Kick beim Buchen. Wir standen da wieder am Hafen. Wait. Wir standen da gerade wieder am Hafen. Am Hafen. Bei Aranchi, sagt genau. Der Onkel. Wir haben ja natürlich vorher natürlich nach unserem letzten Mistake alles mal gecheckt. Ist es der richtige Tag? Zumindest das haben wir gecheckt. Ist es die richtige Zeit? Und so haben wir natürlich auch beim Buchen damals eingegeben, Volvo Aranchi nach Livorno. Und haben dann natürlich uns die günstigste Linie rausgesucht, draufgeklickt, gebucht. Boom. Ja. Und nicht nochmal geguckt, ist es denn jetzt auch da Livorno, Golfo Aranchi, sondern ja, okay, wir hatten das ja oben eingegeben, dann muss das ja auch so sein. Dann fahren wir hin, tuk, gucken direkt vor dem Tor nochmal rauf und da steht plötzlich Olbia. Aber erstmal probiert, rangefahren, der erste Männchen guckt auch. Erstmal die Auslage gecheckt und meinte, alles okay, juhu, richtig. Ich meine, der zweite Onkel. Gleich. Schon so komisch geguckt. Ja, lässt sich gar nicht scannen. Sein Kollegen hat gefragt, so, hey, Michaele. Ja, Grimaldi, er, no. Grimaldi, no. Grimaldi, Olbia. Olbia. Und wir, oh, und es ist gerade 19:30. Ja. 2 Stunden vor Abfahrt sollte man am Hafen was sein. Ist. Also rein in die Karre, gewendet. Und Gas gegeben. Schnell gecheckt, wo das Ding ist. Junior hat während der Fahrt gecheckt, wo der Hafen ist. Ich bin gefahren. Nicht wie ein Henker, aber schon etwas schneller. Und zum Glück haben wir es noch rechtzeitig geschafft. Ja. Du kommst hier an den Hafen, erstmal 1000 Schiffe und weißt doch immer noch nicht genau. Musst du echt sagen, dass es hier wirklich chaotisch ist. Du weißt nicht, wo du hin musst. Ja. Ich hab irgendwann mal ein Schild mit der Fähre drauf. Blip. Ja, und da stehen aber 10 Fähren. Dann denkst du immer, oh shit, ist es Mobile Line? Ist es Direct Ferry? Unübersichtlich. Grimaldi? Jedes Mal. Aber wir sind jetzt im Zimmer. Wir sind auf dem Schiff. Geschafft. Unser Auto steht im Bauch. Und wir sind also da. Und jetzt möchte der Jamie euch gern noch etwas dazu sagen. Hallo, geh mal da weg. Wo soll ich weggehen? Wo du gerade sitzt, das ist nicht was Witziges. Das ist nur Witziges. Ein A. No. Das ist Bettchen A, dein ist Bettchen D. Wo ist das D? Da. Und das Bettchen C. A, B, C, D. Und wo ist das? Was ist das? B. Dann zeig mal! Das ist Bettchen B. Warte, was ist das? Das kriegt Mama deinen Kopf. Guckst du da B? Oh, oh. Also B. A, B, C, B. E. Und kann ich jetzt wieder runter? Nee, bleibst du oben. Nö. Bleibst du bis morgen jetzt da oben. Wir gehen jetzt alle, wir gehen jetzt schön essen, wir gehen jetzt raus, duschen, in den Pool, zur Disco. Und du bleibst oben. Dann gehst du runter. Ja, klar, kannst du. Das sieht ganz gut glittert. Und tu mir bitte Oma einen Ruf hin. Aber Oma ist gerade in der Türkei. Da musst du den Kai rufen und sagen, geh mal an die Türkei. Juli. Ist doch Oma nicht dran? Juli, da musst du den Kai anrufen und sagen, geh mal an die Türkei. Ist auch mal nicht dran. Ja, dann geht's wieder mal runter. Ja, kannst du. Hast du gesagt, du kannst gut klettern. Makita. Heiß. Mal fragen, oder? Hi, Koko, ganz heiß. Ganz heiß. Du, Julie, what's your name? Ich weiß es schon langsam. What's your name? What's your name? Say to Mama. What's your name? Yeah. Später. Hallo! Hey, Leute! Ja!
kalte Schnee ist wieder im Winter angekommen. Ja, hier in Österreich. Es ist kalt. Aber wir sind gut durchgekommen. Ja, war auch cool. Wir haben in unserer schönen kleinen Kabine geschlafen. Jamie, in unserer schönen kleinen Kabine geschlafen. Morgens klopf, klopf, klopf und dann raus. Und ja, jetzt sind wir schon hier. Genau, nur noch 320 Kilometer. Jetzt haben wir ein bisschen im Bus geschlafen. Wir haben jetzt hier schon mal die Berge. Ja. Kurz hinter Brennerpass. Ja. Das ist natürlich kalt. Die Wolken krass. So die ja. Berge verschwinden, wenn man das so sieht. Der Bussi hat gut durchgehalten. Ja. Der gute Freund. Dann schaffen wir jetzt auch die letzte Etappe noch. Ja. Und dann sind wir erstmal wieder in Stuttgart. Für einen Tag. Dann geht's schon wieder weiter. Wir erzählen euch dann, wohin, was, wie und wo. Ja, wird spannend. Also. In dem Sinn. Bye, bye. Bis dann. Ciao.